Der Druck mag gewaltig gewesen sein. Angemerkt hat man es Ursula von der Leyen heute Morgen nicht. Wochenlang haben sie nun quer durch die Fraktionen in den Hinterzimmern um diese Abstimmung gepokert, um Zugeständnisse gerungen und politische Kompromisse gesucht. Das Ergebnis präsentierte Ursula von der Leyen heute in ihrer Bewerbungsrede. Es war das Werben für ein Europa, das sein Schicksal selbst in die Hand nehmen müsse, um zwischen den USA und Asien bestehen zu können. Mit einer eigenen Verteidigungsstruktur, mit einer wettbewerbsfähigen Industrie und Wirtschaft und vor allem mit einer Politik gegen Extremismus jeder Art. Ich werde eine extreme Polarisierung unserer Gesellschaft niemals zulassen. Ich werde niemals akzeptieren, dass Demagogen und Extremisten unseren europäischen Way of Life zerstören. Und ich bin zum Kampf bereit, mit allen demokratischen Kräften in diesem Haus. Und dann hagelte es Vorschläge, sodass der EVP-Chef Manfred Weber kaum mit dem Schreiben mitkam. Vom Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion über die Abkehr vom Verbrenner aus bis zu einer neuen Strategie für die Landwirtschaft. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Landwirtinnen und Landwirte ein faires Einkommen haben. Für alle Fraktionen war etwas dabei, sodass auch die Sozialdemokraten, die Liberalen und die Grünen Frau von der Leyen ihre Stimme geben konnten. Es war bei uns schon die Überlegung, wollen wir sie wählen oder nicht. Nicht zu wählen hätte bedeutet, dass eventuell Frau von der Leyen die Stimmen nicht zusammenbekommt und das Haus führungslos ist. Trotzdem gab es aber auch Nein-Stimmen. Darunter auch der bayerische Vertreter vom Bündnis, Sarah Wagenknecht. Erstmal herzlichen Glückwunsch an die Frau von der Leyen. Sie hat gewonnen, auch wenn es knapp war. Ich habe leider wenig von ihr in der Bewerbungsrede von Frieden gehört. Ich habe wenig gegen einen Plan von Armut gehört. Deshalb hat sie meine Stimme heute nicht bekommen. Aber gewählt ist gewählt. Und so werden künftig diese beiden Frauen als Parlaments- und als Kommissionspräsidentin maßgeblich die Geschicke Europas leiten. Und jetzt Fragen an Manfred Weber, den Fraktions- und Parteivorsitzenden der EVP. Grüß Sie, lieber Herr Weber. Wie erleichtert sind Sie? Ich freue mich drüber. Also gutes Ergebnis für Europa, weil die Mitte hat bewiesen, dass wir Europa Stabilität geben. Wenn man sich nach Amerika schaut und wenn man vor allem Putin mit seinem Krieg anschaut, dann hat das Europäische Parlament heute deutlich gemacht, wir stehen für Stabilität, die Menschen können sich auf uns verlassen. Und jetzt beginnt das Arbeiten. Jetzt geht es ran an die Themen. Sie haben diese Wahl zur Schicksalswahl für Europa stilisiert. Was wäre denn gewesen, wenn das heute nicht geklappt hätte für Ursula von der Leyen? Ja, wir alle wissen, in welcher Zeit wir uns bewegen, dass die Herausforderungen gewaltig sind. Wirtschaftlich beispielsweise droht uns die Industrie abzuwandern aus Europa, weil China und Amerika auch einen gewissen unfairen Wettbewerb praktizieren. Wir haben den Krieg in der Ukraine, der uns alle massiv herausfordert. Und dann kommen Themen wie Klimaschutz oder auch die Digitalisierung auf uns zu. Und insofern, wenn wir keine Stabilität hätten in den Funktionen, in den Strukturen Europas, dann wären wir nicht in der Lage gewesen, unsere Aufgaben zu erledigen. Deswegen heute ein guter Tag der Stabilität. Aber ich sage ausdrücklich dazu, wir müssen Acht geben, dass wir die Hauptsorgen der Menschen jetzt anpacken. Ich nenne vor allem das Migrationsthema. Es muss uns jetzt endlich gelingen, die illegale Migration an der Außengrenze zu stoppen. Und da hat Ursula von der Leyen heute neue weitergehende Forderungen und Ankündigungen gemacht. Es geht in die richtige Richtung. Das klingt nach einer Verschärfung. Und da frage ich Sie gleich nach der Rolle Italiens. Sie haben die vergangenen Wochen viele Strippen gezogen, um dieses heutige Ergebnis zu erreichen. Sie haben sehr unterschiedliche Partner ins Boot geholt. Auch die EKR um Giorgia Meloni. Welche Zugeständnisse haben Sie Meloni dafür gemacht? Was hat sie ausgehandelt? Die Inhalte, die Ursula von der Leyen heute in der Öffentlichkeit präsentiert hat, sind zu 90% christdemokratisch, christsoziale, unsere Wahlversprechen. Beispielsweise auch, dass das Verbrenner aus vom Tisch ist. Wir werden das Gesetz wieder neu aufmachen und den Verbrenner auch für die Zukunft erlauben. Insofern setzen wir unsere Wahlversprechungen jetzt konsequent um. Und für mich war immer klar, dass ich mit denen auch zusammenarbeite, sowohl bei den Konservativen als auch bei den mehr linken Parteien wie den Grünen, mit denen zusammenarbeiten werde, die im Kern unsere Themen für richtig finden. Und auf der Grundlage haben wir die Mehrheit gebaut. Und ich freue mich, dass es eine breite Mehrheit ist. Das ist gut und das stabilisiert, wie gesagt, die Mitte. Wenn Sie sagen Verbrenner aus, was heißt das für den Klimaschutz, Herr Weber? Für uns ist klar, der Green Deal,
Die Ambition, dass wir der erste Kontinent sind, der Klimaneutralität schafft, steht außer Frage. Es ist unsere historische Aufgabe. Aber wir haben als Europäische Volkspartei immer gesagt, es ist ein Fehler, wenn der Staat die Technik dafür reguliert. Lassen Sie das den Markt entscheiden, mit welcher Technik wir die Klimaneutralität erzeugen. Und in dem Zusammenhang ist es ein wichtiger Schritt, dass wir die Gesetzeslage, die das Verbrenner aus eigentlich schon beschlossen hat, neu aufmachen werden, die Revisionsklausel nutzen und den Verbrenner auch in der Zukunft erlauben werden. Er muss aber klimaneutral sein. Das ist schon wichtig. Ich möchte Ziele erreichen, dass die Mobilität keine Belastung mehr für die Umwelt darstellt. Aber die Technik muss der Markt entscheiden. Das wird ein spannender Spagat. Ursula von der Leyen hat heute Viktor Orbán scharf kritisiert für seine Reise zu Putin. Wie wollen Sie solche Alleingänge, von der Leyen sprach von Appeasement, wie wollen Sie das einbremsen? Ja, zunächst mal gilt es zu respektieren, dass Viktor Orbán gewählter Regierungschef in Ungarn ist, aber er macht sein eigenes Spiel. Und das zulasten der europäischen Solidarität. Vor dem Krieg gegen die Ukraine war er auch in Moskau, hat Gespräche geführt. Und zwei Wochen später hat Putin den Krieg begonnen. Dieses Mal war Orbán wieder in Moskau. Und ein paar Tage später hat Putin ganz brutal ein Kinderkrankenhaus in Kiew bombardieren lassen. Also Orbán macht keine Friedensinitiative, er macht eine Kriegsverlängerungsinitiative. Und sich mit einem Kriegsverbrecher wie Putin dann gemeinsam ablichten zu lassen, zeigt, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Deswegen, wir müssen Orbán inhaltlich stellen. Er erreicht in der Sache leider mit seinen Maßnahmen nichts und zerstört die europäische Solidarität. Danke für dieses Gespräch an Manfred Weber.